So, bevor die Folge losgeht, wollte ich nochmal eine kleine Info loswerden. Und zwar folgendes: Ich habe jetzt drei Folgen aufgenommen, die alle richtig langweilig waren, weil ich halt beschlossen habe, doch ein bisschen was zu farmen, einfach aus dem Grund, da die anderen so einen weiten Vorsprung haben, was das Equip angeht. Und wir haben ja die Freiheit, das Videos wegzulassen oder Sachen nicht aufzunehmen. Und von daher habe ich mich jetzt einfach mal ein bisschen equipped. Das ist wirklich nichts Spannendes passiert. Ich habe alles aufgenommen. Wenn was Spannendes passiert wäre, hätte ich das euch jetzt gezeigt. Ich war einfach nur farmen, ein paar Dias geholt, ein bisschen was an Essen geholt und ja, jetzt kann ich sagen, viel Spaß mit dieser wirklich spannenden Folge. Oh, da ist Zini. So, hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge DAA Avaro. Es sind richtig viele Leute auf dem Server. Und ich will kämpfen. Ich weiß, meine Chancen stehen nicht so gut. Aber ich will trotzdem sehr gerne kämpfen. Weil ich es nicht in die Länge ziehen will. Wahrscheinlich kämpfen die da vorne schon. Ich habe meine Equip AFK ein bisschen verbessert, wie ich gesagt habe. Es kann jederzeit irgendwo jemand kommen. Deswegen halte ich mich gerade mal ein bisschen verdeckt. Viel zockt das am Spawn. Ich weiß nicht, ob der alleine irgendwie ist. Ah ne, ist er nicht, okay. Alles klar. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Und die kämpfen jetzt. Soll ich abstauben gehen? Wenn viel besser gibt, dann ist das wahrscheinlich. Ich gehe mal langsam hin. Ohne dass man einen Namen sieht, deswegen ist es niedlich halt. Zockt ist tot. Alter. Mit dem Iron Sword. Ich bin da ganz vorne. Ist nur in der Nähe. Ich verschwung gerade von dem Geräusch. Ich kann aber gerade keinen ausfindig machen. Shit. Kann hier überall sein in der Nähe. So ein Shit. Ich warte noch kurz. Ist nicht nach so einem krassen Kampf angehört, sondern eher nach einer eindeutigen Sache. Spielzeit vorbei. Ich würde auch gerne gegen Niki kämpfen, richtig gerne. Ich laufe jetzt in die Mitte. Okay. Vielleicht tummeln die sich hier irgendwo rum. Ach guck mal, da liegt noch ein Schwert. Schaffe 1. Genau, vielleicht liegt ja noch ein bisschen Loot hier rum. Von dem Kampf gerade eben. Aber ich glaube nicht. Für diejenigen schon eingesammelt haben. Nein, hat er nicht. Alter. What the fuck? What the fuck? Ist hier Überlack jetzt? What the fuck? Heftig. Alter. Was habe ich denn gerade für einen Lack, bitte, Leute? Full dir, zack. Liegt einfach noch Loot rum, wahrscheinlich. Sonst war nichts mehr zu gebrauchen, ne? Ja. Machen wir jetzt mal so. So. Ja, heftig. Was für ein Luck ich gerade einfach hatte. Okay, jetzt bin ich schon mal wesentlich besser equipped. Als vorher. Hab jetzt hier noch Schutz 1 und Schutz 2. Könnte also mit dem Amboss nochmal mit ein paar Level was machen. Heftig. Ich würde halt noch gerne noch kämpfen. Danke für den Loot auf jeden Fall an, was, Phil oder so. Also wahrscheinlich war das Phils Loot. Also Phils Inventar. Lol, ist einfach buggt. Habt ihr gesehen? Voll festgebuggt. Lol. Ich mach grad voll rum. Okay, das sollte mir im Kampf nicht passieren.
So, gehen wir mal lieber hier weg. Wo war denn gerade meine schöne Höhle? Da würde ich gerne wieder reingehen. Ja, nice. Einfach mein Dia-Helm bekommen mit Verzauberung. Dann noch einen guten Brustharnisch. Also wird ewig viel Level kosten wahrscheinlich. Okay, da vorne ist meine Höhle. Da gehe ich jetzt wieder rein. Dann schaue ich mal kurz. Krass. Ja, so kann ich das Blatt auch nochmal wenden. Hätte ich jetzt noch weniger Dia equipped, wäre es noch krasser gewesen. Einfach mal full Dia. Lag da rum. Krass. So. Weiß ich kurz was? Mal gucken, was das kostet. So, kartet mal. Muss natürlich rausziehen. 7 Level nur? Oh, okay. Krass. Und ihr, was kostet ihr? 4 Level. Machen wir das nochmal. Schutz 2, Schutz 2. Heftig. Kommt der nächste. 5 Goldlevel habe ich jetzt, Leute. 5. Ja, ich disconnecte jetzt lieber, glaube ich. Was soll ich gegen ihn kämpfen? Ich weiß nicht, ob das schon Leute getötet hat oder so. Keine Ahnung. Spawn. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich würde halt schon gerne kämpfen und eine spannende Folge haben. Hätte ich schon Bock drauf. Ich frage jetzt einfach mal so. Von kein scheint keiner zu sein. Bin mir auch nicht. Keine Ahnung. Wie einfach mir keiner antwortet, das ist so traurig. Ja, okay, dann würde ich sagen, leave ich jetzt erstmal. Dann sehen wir uns wahrscheinlich nach einem kleinen Cut wieder. Bis gleich. So, herzlich willkommen im zweiten Teil der Folge jetzt. Der Cut ist vorbei. Also, ich habe jetzt zur Stärkung dazu gut den Silox. Hallo. Hallo. Moralische Unterstützung. Ja, du Silox weißt es noch nicht. Also, ich habe jetzt schon 10 Minuten aufgenommen von dieser Folge. Und das ist jetzt quasi hier der Anhang. Es muss ziehen jetzt auf den Server kommen. Ja. Ich hoffe, er kommt jetzt auch so. Wenn nicht, gehe ich gleich nochmal runter, und weil ich habe nicht ewig Zeit, habe noch 18 Minuten, okay, Zini ist da. Alter. Und wie ist er ausgerüstet? So wie ich dir vorhin gesagt habe, Schutz 3 auf Brustpanzer und Hose. Sonst nicht wie du, wie er. Achso, weiß ich noch nicht, ich sehe ihn noch nicht. Achso, ich dachte, weil du gesagt hast, okay, da ist er. Dann dachte ich, ja gut. Okay. Ich sehe dich halt nicht. Naja, aber mal gucken. Warum schreibt er auch noch, dass er jetzt durchs Portal kommt für die anderen, oder was? What the fuck? Alles klar. Läuft bei ihm. Ist so. Ja, ist ja. Scheiße. Ja, ist so. Troll. Warte kurz. Trollolol. So. Okay. Ich bin bereit, Zini. Komm her. Ich bin bereit. Schärfe Schwert ausgewehrt, perfekt. Okay, Zini, komm her. Ich habe jetzt Angst, dass die anderen kommen, ey. Oh, hoffentlich nicht, ey. Oh, da ist Zini. Und? Ich geh jetzt einfach drauf. Er ist wohl dir. Alter, oh Gott. Oh Gott, ich bin so angespannt. Voll dir auf jeden Fall. Hab ihn, hab ihn. Oh, shit, Gott. Oh shit. Oh Gott, ich hab jetzt Angst, dass die anderen kommen, ey. Sammelt die Sachen ein, Looter aus und abmachen. Ja. War es ein knapper Kampf oder? Nee, er hat mir nichts abgezogen. Außer meine 2 Goldherzen. Okay. Voll krass. Boah. Hat er einen Goldapfel gefuttert überhaupt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Naja, ist ja egal, du hast ihn. Ja, halt. Boah, krass. Herumliegende Sachen werden in 10 Sekunden gelöscht, wahrscheinlich. Oh nein! Ach, die hier, perfektes Timing. Versuch die Rüstung zumindest einzusacken. Ja, echt.
Okay. Gelöscht. Scheiße, ich hab noch nicht alles. Aber es sind auch noch Sachen da. Es sind irgendwie noch Sachen da. Keine Ahnung. So. Okay. Kann er vielleicht sein, weil es im Abbaugebiet nichts gelöscht wird. Krass, Alter. Was war das für ein Kampf? Ich bin gerade voll überwältigt. Heftig. Okay, ich geh weg vom Spawn. 38 Level instant bekommen. What the fuck? Jo, wahrscheinlich. Was hatte er bitte für Level noch gehabt? Warte, ich muss den anderen Loot. Wenn ich jetzt nicht wegnehme, den lösche ich. Ja. Minus und Heslik sind auf dem Server. Ja, ja. 1337, die zwei, die. Okay, aber ich habe anscheinend echt ein krasses Equip. Ich habe nur meine Goldherzen verloren. Ja, gut, du hast zwei Prot-3-Teile, ne? Ja. Das sind zwar die wichtigsten. Beziehungsweise das Wichtigste, den Brustpanzer auf Prot-3 ja, und die Hose ist auch nicht schlecht. Hat er irgendwie eine Rüstung gehabt? Er hatte zum Beispiel, ich habe gerade schon gesehen, er hatte Federfall 1 Schuhe mit Schutz 2 noch. Das ist schon mal das nicht ist schlecht. Richtig nice, die habe ich mir jetzt erstmal gegönnt. Ja, klar, kannst du dann zusammen craften. Ja, ja. Und hast vielleicht auch demnächst da wieder. Aber ich glaube, ich habe gerade irgendwas aus der Hektigkeit, habe ich irgendwie was Wichtiges, glaube ich, gerade weggeschmissen. Ich weiß nicht, ich habe seine komplette Rüstung aufgesammelt tatsächlich. Okay, ich gucke sie mir aber gleich an, wenn ich ein bisschen Abstand gewonnen habe. Was mit seinem Schwert? Was hat er für ein Schwert? Weiß ich nicht, ich habe das Schwert auf jeden Fall aufgesammelt, muss es aber gleich, ich gucke mir das gleich an. Und sein Bogen ist auch interessant. Ich wollte halt nur sagen, von wegen, dass du es immer aufsammelst und nicht liegen lässt. Ja, habe ich gerade, danke. Ja. Oha, krass, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird so. Also jetzt nicht, ich weiß ja nicht, wie es bei Zinis Sicht war oder so, oder ob das geleckt hat bei ihm oder sonst irgendwas, aber ich war so angespannt gewesen. Alter. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so mit so ein klarer Sieg wird. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich wusste halt auch nicht, wie du glück bist, Zini. Also nochmal an dieser Stelle, falls du es gerade siehst, ich denke ich mal, dass du das anschaust. GG. wirklich. Hat Spaß gemacht. Cool, dass du dich gestellt hast. Er wollte sogar, also ihr müsst wissen, sein Teampartner ist gerade eben erst gestorben. Ich hätte eigentlich dann, also ich habe gedacht erstmal, so als wir davon gesprochen haben, dass wir ein 2 vs 1 machen. Und hat er so gemeint, nee, ich kämpfe als allererstes gegen dich und wenn du dann gewinnst, dann kämpfst du noch gegen meinen Kollegen. Also wirklich dafür erstmal schon richtig fetten Respekt, dass du so einfach so gegen mich kämpfen wolltest alleine. Und ja, jetzt hat sich das halt so erledigt, ne, mit dem 2 vs 1. Okay, er hat Schärfe 5 einfach. Er hat einfach Schärfe 5 Eisenschwert mit Haltbarkeit 2 leider. Das wird teuer sein beim Verzaubern. Dann hat er Schutz 2 Brustpanzer, Schutz 2 Dia-Hose und Schutz 1 Schuhe waren mein. Okay, ein schusssicher. Okay, Helm. Ja, die Rüstung war okay. Was kostet das jetzt meine und das da zusammen? Zu teuer. Ja. Ja, okay, dann wird dann. Ich gar nichts angezeigt, oder? Ja, da steht zu teuer. Da steht einfach zu teuer. Oh, dann werde ich es jetzt so machen, ich werde mit meinem Verbrennungsschwert hitten und dann auf Schärfe 5 wechseln. Ja, macht Sinn, genau. So, was kann ich zusammen craften? Schutz 2 und Schutz 2 Dia-Hose kann ich zusammen craften. Ja, hast du Pro 3. Hä, hatte ich denn nicht Pro 3 drauf gemacht? Ah ne, ich hatte... Hast du, glaub ich... ich hatte Ding. Ich hatte nur Pro 1 Hose, hab mir vorhin Schutz 2 draus gemacht, also ich hatte gar nicht das, was ich gedacht habe. Achso. So, und jetzt müsste ich rein theoretisch... Ich habe so viel Gold, ich könnte mir so viel OP-Goldäpfel machen. Ja, gut, die dürfen leider nicht. Ich habe 12 Dias noch. Schutz 1, okay, und schusssicher 2. Okay, Helm. Ist nice. Na gut, das kommt weg. Ja, das Schutz 1 Dia-Ding und schusssicher 2 ist weg. Ich könnte noch mir einen Schutz 2 Buch machen, das auf dem Brustpanzer. Ich weiß nicht. Und Stärke 3 Bogen. Stärke 3 Bogen kann ich kombinieren. Perfekt. Habe ich Stärke 4 Bogen. Also vor allem, ich habe einfach die Level von ihm. Das ist aber richtig. Und noch, ich habe einen. Lol, ich habe noch von seinem Partner auch das Schwert. Schärfe 5, Haltbarkeit 2 und das andere war Schärfe 5, Rückstoß und Haltbarkeit. Voll krass, aber das lösche ich jetzt erstmal. Schärfe 5, Schwert das zweite. Das mit dem Rückstoß, das ist eher unvorteilhaft. Aber ja, trotzdem, Alter, beide Schärfe 5, das ist schon krass. Voll krass, was ihr gemacht habt, Leute. Ja. Richtig krass. So, ich hätte jetzt irgendwie Bock noch die anderen zu töten. Ich bin gerade in dieser Tod-Doll, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt sonst noch machen soll. Ich habe jetzt... Jetzt wurden sie gekickt. Super, wenn du jetzt auf deinen Verbrennungsschwert noch Schärfe 5 machen würdest. Nee, mach ich nicht. Das ist erstmal viel zu aufwendig und viel zu teuer. Ja, das stimmt. Aber wäre halt trotzdem nice. Wäre eben halt noch ein bisschen mehr. Ja, klar. Aber okay. Auch Schärfe 4 und Verbrennung 1 ist okay. Ja. Also ich glaube, viel mehr Schaden macht das auch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich kann mal ganz kurz gucken. Also ich habe jetzt von Sharpness Level bei Schärfe 5 habe ich jetzt 12,25. Und bei Schärfe 4? 11. Aber kommt halt noch Verbrennung dazu. Also ich denke mal, viel tut sich da nichts. Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde halt mal One-Hitten, First-Hitten mit dem
Verbrennungsschwert beim nächsten Kampf und dann halt aufs andere wechseln. Und wenn er sich dann aufs Löschen konzentriert, haust du ihn in deinen Zockenbeschwert und schütt dann um die Ohren. Genau. Ich glaube, was ich auch gut verstehen könnte, das wäre ich nämlich auch, wenn ich es nicht wüsste, überfordert, wenn jemand plötzlich ein Verbrennungsschwert hat und dass man auch plötzlich brennt, das ist so unerwartet dann. Ja. Okay, ich würde jetzt gerne Zuckerrohr finden. Ich habe nämlich nur noch ein Zuckerrohr und so. Könnte ich das nicht? Ja, das hatte ich, glaube ich, alles dabei. Ja, du hattest das meiste. Ich hatte nur 10 Zuckerrohr dabei. Du hattest leider das meiste. Ich glaube, ich hatte einen Stack dabei oder so. Oh Gott. Ja, und bist dann ja dann schön verbrannt erstmal. Ja. Also, ich habe jetzt einen Stack Hammfleisch. Okay, nice. Schreib mal also in die Konfi, wenn jemand kommen will. GG Mystery. So, hat Cindy geschrieben. Was soll ich schreiben? Wenn jemand kommen will, also One vs. One, würde ich das noch machen. So von der Zeit her. One on One. Jetzt gegen Mystery. So, vielleicht finde ich ja in der Zeit so ein bisschen Zuckerrohr hier in der Nähe. Also ich sag mir jetzt Bescheid. Ja, ja. Oh, mal gucken, was die sagen. Ein bisschen Essen. Sag an, was du für Waffen hast. Nee. Wer schreibt das? X-Ray. Nö. Nee. Wahrscheinlich. Ja, ich habe Schärfe 5 und ein Verbrennungsschwert, also. Ja. Wahrscheinlich. Also schreib das bloß nicht, ne? Träum weiter. So, wenn ich jetzt erstmal noch die letzte. Ich habe jetzt noch 9 Minuten Aufnahmezeit, also. Sonst frag doch im Chat hässlich und Diesen gekickt worden. Achso, gar nicht gekickt worden. Ja, okay. Sonst hätte ich jetzt gegen die gekämpft, aber. Ja. Hab's willst du in den Lederrüstung? Minuten noch machen? Ich weiß das nicht. Ja, ich werde jetzt nach Zuckerrohr in der Nähe suchen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht zu weit mich vom Spawn entfernen, dass wir vielleicht nächste Folge schon den nächsten Kampf haben. Und eventuell den nächsten Kill. Das ist jetzt die Zeit, die mag ich am meisten hier am Varro. Dieses Töten. Ja. Ich wollte meine Katze mir, ob mich gerade voll. Ja, gib mir was zu essen. Ja, so in etwa. What the fuck? What the fuck, was ist das für ein Schwert? Der hat ein verzaubertes Dia-Schwert, das Skelett und Eisenrüstung an. Alter. LOL, da hieß jemand gestorben. Wer? Keine Ahnung, aber der hatte einfach Rüstung von jemandem Toten an. Der geschickt von einem Spieler. LOL. Das sah so creepy. Ich hab im ersten Moment gedacht, da kommt ein Spieler, aber ist es gar keiner. Gut, mit Full Iron. Ja gut, aber das ist der Gliederfüßler 1 Dia-Schwert und dann Eisenrüstung, die Tusch wegschmeißen. Brauch ja keiner. Ja, klar, aber trotzdem ein Dia-Schwert. Also trotzdem erschreckt man sich dann im ersten Moment, weil... Ich weiß nicht, ob man das Dia-Schwert mitnehmen sollte und dann... Ach nee, müssen wir ja... Ich hab Schärfe 5. Was soll ich dann machen mit Dia-Schwert dann? Ach ja, so, ja, es ist ein Dia-Schwert, ich glaube, ein Schärfe 5 und ein Schärfe... Also ein Schärfe 5 Dia und ein Schärfe 5 Eisen macht sich auch gar nicht mal so viel. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ja, du musst halt noch den Verbrennungseffekt nochmal mitziehen, das ist auch nochmal krass. Richtig. Und den wirst du wahrscheinlich in, Dings. Aufs Dia-Schwert nicht so leicht bekommen. Ich glaube, es wird um einiges teurer. Nein, ich habe mein Leder weggeschmissen, nicht voll. Egal. Ich kann mein Leder wieder leicht besorgen, aber ich hole mir jetzt kein Leder, bevor ich nicht. Das ist ein Enderman. Cosmic hat gerade so geschrieben. Nee, in eine andere Gruppe. Egal. Nice, und eine Enderperle bekommen. Oh, nice. So. Also. Das macht sich wirklich kaum was. Also, ein Angriffsschaden mehr macht ein Schärfe 5 Dia-Schwert. Ja, okay, damit das macht noch mit Verbrennung und besser hitten und so, kann man das auf jeden Fall. Gut, ausgeben. In dem Fall ist es ein Schärfe 4, aber Schärfe 5 und Schärfe 5, das tut sich nicht viel. Wie ärgerlich, ich weiß, wie ich jetzt Cindy fühlen muss. Es muss richtig ärgerlich sein, man farmt so ewig lang auf Schärfe 5 Eisenschwert. Ich meine, das ist ja trotzdem ein Stück. Ich glaube, wie viel Level braucht man da? Ich glaube, 57? Keine Ahnung, ich wusste das mal genau. Ja, gut, müssen wir jetzt alles zusammenrechnen. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall richtig an sich ja schon aufwendig, also was sehr zeitintensiv und auch nicht gerade spannend oder sonst irgendwas. Ja, genau. Und dann ist das Ganze innerhalb von einem Moment weg. Ist so. Hart. Aber ich glaube, viel mehr hätte Cindy jetzt auch nicht machen können, also alleine nochmal 50 Folgen farmen. Ja. Ich habe einen Flamebogen bekommen. Ja, wahrscheinlich. Ernsthaft? Wie geil ist das denn? What the fuck, jetzt rasten die hier aus in Minecraft. Alter, wie krass. Warte, von einem Skelett halt einen Flamebogen. Ja, klar, jetzt habe ich Stärke 4 und Flamme 1 drauf. Das ist ja richtig bescheuert eigentlich, dass er das gemacht hat dann. Nein. Ein Skelett hat mich. Ein Skelett hat mir das gerade gedroppt. Ein Skelett hat den gedroppt? Ja. Achso, ich dachte, Flamme 1. Dann hätte er sich dann wieder anfinden können. Nee. Nee, Alter, trotzdem wie geil. Voll krass. Und jetzt auch Infinity oder so drauf, das war richtig top. Ja, ich hab einen Stack Pfeile, mein Gott. Ja, trotzdem. Einfach nur, wenn du auch einen brauchst, ist das top. Heftig. Vor allem, ich hatte die ganze Zeit die Level gehabt. Ich hatte jetzt ja 38 Level, jetzt habe ich noch 7, weil ich ja alles zusammencraften konnte, einfach ohne jetzt noch zu farmen und so. Okay, du hast 12 Dias, die kannst du zum Reparieren deiner Rüstung benutzen, ne? Ja, aber die ist komplett voll aus in meinem Helm, so ein bisschen angekratzt. So. Aber sag mal, falls du jetzt noch wirklich jeden Tag, keine Ahnung, einen neuen Kampf beschreitest,
Ja. Dann kannst du dich ich mach mir mehr Sorgen um meine Schwerter, weil Eisenschwerter ja nicht so lange halten. Kann man nicht auch mit einem Dia reparieren? Ja, Eisen halt. Eisenschwerter wahrscheinlich. Oder Eisenblöcken, ich weiß es nicht. Ein Eisen. Und ein Eisen ist nun wirklich ja nicht viel. Nee. Aber wir Level fahren. Aber trotzdem voll krass, wirklich. Ja. Schon richtig geil. Jetzt hast du echt gute Chancen auf den Sieg, würde ich sogar schon sagen. Ja, ey, also ich habe immer noch Zweierteams. Also ja, klar. Ein Zweierteam, das ist so, was so equipped ist wie ich, weil man kann es ja locker sein. Wenn ich es auch alleine bin, können die anderen das auch equipped ja, sein. Ja, gut. Könnten sie, theoretisch. Aber trotzdem, ich Chancen bestehen mal. Definitiv. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles verbrannt, aber vielleicht liegt hier doch aus irgendeinem Grund Zucker oder Leder noch in der Mitte. Weil ich würde halt das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, außer kämpfen, sind Bücher machen und dann halt meine Equip höher verzaubern. Ja. Ich glaube, ich habe hier gekämpft. War das hier? Ich weiß es nicht. Und noch 5 Minuten und muss noch rechtzeitig wieder ein bisschen Entfernung hier Abstand nehmen. Oh, besser ist es. Will keiner kommen. Das Leben hier laut anzeigen. Ich weiß nicht, das ist ja nicht immer. Oh, hier liegt noch Loot. Ein Amboss. Amboss. Eisenschwert. Ja, leicht beschädigt Amboss, den nehme ich mal mit. Den würde ich definitiv mit dem Amboss, das sind immer gut. Leichtbein kann ich mitnehmen. Okay, aber sonst liegt hier glaube ich nichts mehr. Okay. Ja. Aber ist gut. Also laut Scoreboard-Anzeige leben noch 23 Spieler. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil die hat ja am Start auch so ein bisschen gebuggt. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Warte. Ich schau kurz auf der PC-Seite nach. Die ist ja eigentlich immer aktuell. Mhm. Ja, aber also minus 1 jetzt wahrscheinlich. Bau-Teams. Ich geh jetzt weg von der Mitte. 100%. Ah, gut, hier sind eben die ganzen gestorben. Moment. Ich bin gespannt. Warte. Wo steht denn das jetzt, wie viele noch leben? Oder auf der Facebook-Seite oder so? Ich glaube, kann man auch kurz gucken, was da dann so steht. Kurz gucken. Vielleicht habe ich schon irgendwo hier Zuckerrohr übersehen. Letztes Bild sagt 32 Tribute sind gestorben. Und das war am 4. September, also vor 2 Tagen. Ja, okay, dazwischen sind auch nochmal einige gestorben. Ja, ja. Gut, da kann es gut sein, dass 23 dann, ist. Wow. Ist sehr, sehr gut möglich. Auf jeden Fall. So, ich habe mich jetzt ein bisschen vom Spawn entfernt. So ein klein wenig. Dann werde ich jetzt hier irgendwo anbuddeln. Mal gucken. Hier so. So. Ja, würde ich sagen, dann war es auf jeden Fall eine wirklich sehr spannende Folge und auf jeden Fall eine, die sich jetzt auf jeden Fall gelohnt hat. Definitiv. So. Mach ich kurz mal so einen Fake-Angriff, falls es irgendeinen Grund, dass jemand finden sollte. So. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt auch gleich die Folge. Mal gucken, ob wir nächste Folge wieder einen Kampf haben werden. Könnte gut, sehr gut sein sogar. Hat auf jeden Fall Lust drauf. Dann nehmen wir Fackeln hin. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich muss hier das dann noch wegwerfen, mal gucken, irgendwas Unnötiges noch? Nö. Gut, das löschen noch. So, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, ciao. Euer Mystery.